Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ich habe immer noch das Problem, dass ich keine Nägel habe. Nee, komm, diesmal machen wir nicht denselben Fehler und nimm mal ein paar Steine mehr mit. Ich weiß nicht, was sinnig ist. Jetzt nochmal zum Händler fahren und zu gucken, ob der Nägel wieder im Programm hat. Ich glaube, das ist keine so richtig gute Idee. Ich müsste mich, glaube ich, auch noch... Ach nö, um Essen muss ich mich nicht kümmern. Ich habe ja noch ganz gut sogar. Ja, das war auch dann... Wie fahren... Nee, das wollte ich eben nicht. Dann wäre jetzt meine Idee, wir fahren durch die Gegend. Wir looten... Ja, keine Ahnung. Wo gibt's Nägel? Ich habe nichts zum Nageln. Das ist genau. Deshalb liegen die Nerven auch blank. Ja, normalerweise lootet man Nägel immer, ne? Das war eigentlich nie so das Problem, irgendwie Nägel zu kriegen. Deshalb verstehe ich es auch nicht, warum ich da so ein Problem mit habe. Duck MC, na Wind. Nein. Bin jetzt gerade ein bisschen durcheinander, ne? Ich brauche auf jeden Fall eine Forge. Ich brauche auf jeden Fall eine Forge. Jetzt ist die Frage, wo findet man am ehesten Nägel? Lass uns mal hier nach Süden fahren. Einfach da stumpf die Straße runter, ans Ende, nicht in die Spikes, bitte. Wenn Nägel seltener Loot sind, dann in zerstörten Biomen. Das ist aber eigentlich eine Stelle, wo ich gar nicht ran möchte. Also die Sterbewahrscheinlichkeit da ist für mich halt sehr hoch. Ne? Lass mal in die Feuerwache gehen. In der Feuerwache ist ja eigentlich auch immer ganz guter Loot drin. Also es sind so ein paar Kisten und da ist auch mein Safe. Der bringt mir jetzt nicht viel weiter, aber ich brauche 5 Nägel für die Forge. Also für den Bellows, für den Blasebalg brauche ich 5 Nägel. Nur dafür brauche ich die Nägel. Ich finde... du hast dich doch hier materialisiert eben, oder nicht? Ach ne, ja, vielleicht ist auch noch von oben runtergefallen. So wie die anderen beiden, die da gleich kommen. Ja, wahrscheinlich wird es so sein. Wow. Das sind aber viele jetzt. Ich muss hier mal eben raus aus der Ecke. Was? Clear it. Ebenfalls, vielen lieben Dank für das Abo für Buggy Media. Dankeschön. Hier da oben sind nämlich, glaube ich, ist eine Werkzeugkiste, ne? Weil ihr vorhin gesagt hattet, im Werkzeug legen müsste man eigentlich Nägel kriegen. Also normalerweise würde ich sagen, wenn ich einen Werkzeugladen loote, würde ich mehr als Nägel erwarten. Wenn ich dann nur Nägel rauskriege, wäre ich normalerweise enttäuscht. Heute wäre ich froh drüber. Ja, ich habe genug Skillpunkte. Ich könnte mir sogar einmalig... Voll, jetzt habe ich keinen Splint dabei. Den habe ich natürlich zu Hause gelassen, glaube ich. Nun aber auch mal wieder. Hat er die mitgerissen? Ah!
Mann, ich treffe aber nicht gut. Meins. Lass uns mal die Dinger auseinandernehmen, mal gucken. Ich habe ja sogar noch dieses eine Buch, was ich. Songbird wird auch. Habe ich jetzt mal eben nicht gelesen. Ich habe nur irgendwas mit Wrongworld und Hardmode. Und dann habe ich von jemand anderem die Frage gehört, Spoiler. Zu Wrongworld nicht spoilern, bitte. Weil was ich an Wrongworld so toll finde, ist auch, dass man nie weiß, was im Spiel so passiert und was dann noch so kommt. Und dass ich mir klar ist, irgendwann wird der Tag kommen, wo einfach stumpf nichts Neues mehr kommt. Nicht lesen, sorry. Okay, super, dann lese ich es auch nicht. Irgendwann wird der Tag kommen, da kommt halt dann nichts Neues mehr, ne? Das ist klar. Also, es ist in anderen Spielen viel, viel. Also, ich meine, Wrongworld bietet so viele Überraschungen. Und auch schon sehr überrascht ist, dass es so viele Überraschungen bietet. Ich habe es ja auch noch nicht geschafft, mit dem UFO abgeholt zu werden. Ich glaube, dass ich versehentlich das Achievement bekommen habe in Wrongworld mit dem UFO, als ich mit der Telekom telefoniert habe. Vergessen habe, die Pausentaste zu drücken. Ich hatte einen Verdacht, was eventuell ungefähr passieren könnte, wenn man vom UFO mitgenommen wird oder so. Aber es hatte mir jemand halt eben in aller epischer Breite direkt in die YouTube-Kommentare geschrieben. Exakt mit einer genauen Beschreibung, was passiert. Und das sind so die Tage, wo man sich sagt, okay, mit zwei Möglichkeiten. Entweder lese ich überhaupt gar keine Kommentare mehr auf YouTube. Gar keine mehr. Und ich umgehe diesen Kanal einfach und benutze ihn noch als Video-Upload-Plattform. Oder ich sperre die Kommentare. Oder, ist natürlich beide scheiße, ne? Ist logisch, müssen wir nicht drüber reden. Ich laufe halt immer wieder Gefahr, dass jemand kommt und mir einfach den Spielstars durch wirklich so einen ganz gemeinen Spoiler nimmt irgendwie. Und dann ist das halt so. YouTuber, der seine Kommentare nicht liest, gibt es viele da draußen, die ganz erfolgreichen Kanäle, alle. Es ist halt nicht mein Ding. Ist halt blöd. Aber da denkst du dir auch. Und da kommt dann mal. Oh, guck mal. Dann kommt dann manchmal so ein Hinweis. Ja, dann darfst du nicht weiterlesen. Ich weiß doch erst, wenn ich den Kommentar gelesen habe, ob das ein Kommentar ist, den ich hätte lesen dürfen oder nicht. So. Vorher weiß ich es doch nicht. Also, das ist ja auch keine Hilfe, sag ich mal. Da waren jetzt keine Nägel bei, ne? Okay, im Müll hat das geheißen. Lass uns nochmal im Müll gucken, ob wir da Nägel finden. Manche meinen es auch gut, ja. Aber nicht alle. Manche denken vielleicht auch einfach nicht, na, ich weiß es nicht. Es ist ja, ich war bei 7 Days, wenn ein Update kommt und jemand sagt, ey, pass auf, es gibt jetzt eine, keine Ahnung, eine Kristallpickaxe. Das ist ja kein Spoiler. Das ist ja, spoilern kann man eigentlich immer nur bei Inhalt spielen. Gut, jetzt ist Wrongworld natürlich auch nur ein Survival. Wo man sagen würde, was soll man denn da spoilern? Aber bei Wrongworld ist das Wertvolle an dem Spiel, sind diese Überraschungen. Ne? Diese Dinge, mit denen du halt einfach nicht rechnest, ne? Dass sie passieren. So. Und das ist schon cool, weil das ist lustig, das ist überraschend. Ich muss, in 7 Days möchte ich lieber informiert sein. Da möchte ich keine Überraschung haben, dass ich vielleicht eine Kristallpickaxe kriege oder da möchte ich wirklich überleben und ein bisschen was bauen und so. Und da ist Information ist eigentlich eher gut, muss ich sagen. Aber so jetzt in The Turing-Tests einfach das Ende zu verraten. So. Jetzt bei Wrongworld war es halt sehr viel spezieller. Ne? Ja, in den Shotgun-Laden will ich rein. Wo könnte man denn mal Nägel kriegen, Mensch? Xaven, danke für den Follow. Schönen guten Abend.
Soll sich auch nicht viel schimpfen anhören, irgendwie. Also aus dem Alltag eines YouTubers. Das wird jeder, der einen YouTube-Kanal hat, wird das kennen, irgendwie. Auch ein Asrak oder ein Gonshi oder so. Wow. Oh, wow. Nein. Ich sterbe nicht. Ist ja auch ein schönes Haus gewesen. Wenn ich das Feuer davon hätte, wäre ich da geblieben. Na komm, nur Pfeil und Bogen. Oh! Wenn die Nägel dabei hat, was würde ich die Frau feiern? Oh. Oh, ich habe schon wieder Durst. Weiß, wie lange das liegen bleibt hier. Stahlpatronen, coole Sachen, aber. Oh, wie ich den gar nicht treffe. Ob das Sinn macht hier? Weiter im Müllbeutel gucken, oder? Ja, stimmt. Man sollte das Fahrrad eigentlich immer mitnehmen. Ja, aber ich denke mir, komm, so lange stand es jetzt nicht unbewacht. Ja, so ein Fahrrad kann durch den Boden backen und dann ist es weg. Hast du recht. Ich hab's jetzt nicht mitgenommen. Das ist mir egal, sollen die doch kommen. Ich hab meine neuen Nägel. Okay, dann gar nicht unbedingt im Müll, sondern in den Müllcontainern. Oder es war halt Glück, ne? Ist mein Schlafsack jetzt wieder? Ja, ist er wieder. Was war das denn? Ich hab mich ein bisschen verjagt. Zeig aber Puls. Ich kann da nichts mehr. Der Briefkasten ist explodiert. Scheiße. Ich ärgere mich gerade ein bisschen, aber es ist noch sehr lustig, muss ich sagen. Ich ärgere mich gleich. Das war eine Briefbombe. Alle sind wach. Auf YouTube auch alle wach. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich, weil ich habe jetzt nicht so viel Plastik. Gut, das kann ich mir wieder besorgen. Ich habe keine 2 Säure mehr. Ich werde mir jetzt wahrscheinlich erstmal kein Fahrrad mehr machen können. Das ist ein bisschen, ist eigentlich ziemlich blöd. Das Blöde hat allerdings schon vorher angefangen, weil ich hätte ja, mal guten Morgen. Er war gerade so schön eingenickt. Du sollst ja auch nicht einnicken im Stream. Ja, ich meine, was weiß ich, sich jetzt darüber zu ärgern, bringt ja gar nichts. Ich hätte natürlich, logischerweise hätte ich vorher, bevor ich losgefahren bin, hätte ich das Fahrrad mal reparieren sollen. Es war ja schon kaputt. Das konnte man ja sehen. Das ist ein bisschen blöd, sich jetzt dann doch nachhaltig, jetzt sind da wieder Nägel drin, nachhaltig darüber zu ärgern. Weißt du, jetzt... Das Spiel nimmt und das Spiel gibt. Das nimmt dir ein Fahrrad und gibt dir Nägel. So sieht das aus. Also wenn ihr mal Nägel braucht, einfach ein Fahrrad herstellen, am Briefkasten fahren und Nägel looten. Nee, das war keine Mine. Ich denke mir, das Fahrrad ist einfach kaputt gegangen, weil es hatte nur noch 37% Zustand oder so. Oder 27, glaube ich, sogar nur.
Und dann hat das nochmal Schaden bekommen, weil ich beim Wenden gegen den Briefkasten gefahren bin. Und dann ist das Fahrrad einfach kaputt gegangen. Und ich denke mir mal einfach, dass die Fumpimps immer, wenn ein Fahrzeug kaputt geht, immer dieselbe Animation haben. Und das ist wahrscheinlich eine Explosion. Das ist jetzt meine Vermutung dazu. Ganz einfach. Jo, ne? Aber ein explodierendes Fahrrad, das hat mich jetzt auch überrascht. Also wird es wahrscheinlich sein. So, ich trinke mich jetzt mal richtig satt hier, dass ich auf über 100% komme. Und dann will ich jetzt endlich eine Schmiede bauen. Das ist wäre wichtig. Dann können wir uns mal sowas wie Metallwerkzeuge mal machen. Bald. Und so, Schmiede, dafür brauche ich Leder, ich brauche Nägel, ich brauche, was brauche ich denn noch dafür? Lass uns mal gucken. Bellows. Holz, Leder, Short Iron Pipe, Duct Tape. Holz, Leder, ja, schade, guck mal, da fehlt mir nämlich jetzt eine Säure. Holz, Leder, Short Iron Pipe, Duct Tape. Bellows Craft und dann brauchen wir eine Forge. Clay Soil habe ich ja mittlerweile sogar hier. Das muss ich wirklich sortieren jetzt. Ne? Das wird immer schlimmer. Die Nägel? Nägel ist, hat er auch schon abgezogen. Ne? Genau, Cooking Grill. Warum? Okay, bottled water. Was fehlt mir? Steine. Der Skillpunkt fehlt mir noch, ne? Ist ja lustig, den Bellows kann man vorher schon machen, nur die Forge nicht. Angeblicher Zustand des Bikes von, ach, es wurde geklippt, von 28% auf 11% und dann boom. Ich gehe nicht ins Campfire. Aber danke, netter Versuch. Ich weiß, dass das schlimm da drin aussieht. Können wir erstmal die benutzen und verbrauchen. So, jetzt haben wir aber dann bessere Äxte und alles. Oh, nochmal 5 Skillpunkte zum Vergeben. Sehr schön. Forge, du kommst ruhig da dran. Und können wir hier direkt noch mehr Steine gehabt? Nein, habe ich anscheinend nicht gehabt. Steine und Clay. Schmelzen wir es an. Wir haben ja noch ein bisschen Forged Iron. Also gehen wir mal eben runter und versuchen uns dann mal ein bisschen, die Wrench lasse ich wieder hier, ein bisschen Metall zu besorgen. Oder ja, am besten erstmal aus Ressourcensteinen, glaube ich. Ne? Jetzt ist noch nicht der Zeitpunkt für eine unterirdische Mine, glaube ich. Ja, obwohl. Hier drunter könnte eigentlich was sein. Bei Ressourcenstein wieder und bei Clay ist, glaube ich, ne, oder? Forge, das eine Schaufel will ich haben, ne? Ja. Ah, erstmal eine Steinschaufel, was soll's.
Habe ich was zu essen dabei? Ja. Ja, es geht schon echt schneller mit der Axt hier. Das ist schon angenehmer. Das merkt man. Das ist gut. Können wir mal gucken. Für hier. Ja, das ist auch Clay. Nicht Clay. Das ist, wie heißt es denn noch? Gravel. Gibt es ja in der Form auch nicht mehr. Die Leitern, ja, muss ich ja so. Geht ja nicht anders. So, dann kommt da jetzt die Hedge drauf. Das fühlt sich nicht richtig an, aber okay, gut. Wie dem auch sei, dann versuchen wir mal. Wahrscheinlich mache ich jetzt. Ah, nee, ist okay. Ohne Fackel wird das, glaube ich, echt schwierig da unten. Aha, wir haben einen Technikmitarbeiter von Twitch im Stream. Schreibt ihr denn was? Also heute funktioniert's mal, werter Twitch-Mitarbeiter. Das ist ja leider nicht immer der Fall. So, können wir mal. Müssen wir ganz kurz im Dunkeln weitermachen, ne? Wie viel Erde ist denn da? Was ist aus dem coolen Hack für Nahrung und Temperatur geworden? Ich würde sagen, den braucht man nicht mehr. Weil das Essen, was du hast, also den Hunger, ist immer exakt mit deiner maximalen Ausdauer. Müsste 100 Essen haben. Da, oder 99. Ich habe 100 maximale Ausdauer. Wenn der runtergeht, der Balken, ich habe gerade was gegessen, ne? Deshalb bin ich jetzt satt. Wenn der 70 wäre, also 30 von 70, dann hätte ich auch 70 Hunger. Ja. Beim Trinken ist es was anderes, aber beim Trinken finde ich es nicht so schlimm, weil du hast dauerhaft diesen Wassertropfen. Und wenn du den mal nicht hast, dann hast du Rieke, die erinnert dich daran, dass du trinken. Nein, aber du hast dauerhaft eigentlich diesen Wassertropfen. Kann man eigentlich, wenn man nicht gerade Welle heißt, mitkriegen, dass man Durst hat. Wenn du natürlich, weil heiß hast du ein Problem. Duck MC. Danke für fast vier Jahre Sublautiger. Ich hab zu danken. Dankeschön. Danke für das Abo. Also deshalb habe ich. Nee, das ist. Uff. Ich will meine Gelbe haben, Mensch. Hier irgendwo eine Fackel aufhängen können. Ohne Mining hin ist echt schwierig, ne? Wo bin ich denn? Wo ist denn... ja, okay, gut, so kann man das machen. Ach nee, ich dachte hier ist schon Stein. Ich habe doch eben schon auf Stein geklopft. Habe ich mich da geirrt? Komisch, jetzt geht's hier mit Stein weiter. Ja, ich muss mir also mehr Fackeln herstellen irgendwie und ein Mining-Helm wäre schon toll, ne? Wobei, den kann man sich hier herstellen. An einer Werkbank. Mining-Helmet. Dafür bräuchte ich einen Football-Helm, den habe ich. Eine Taschenlampe. Wir könnten uns vielleicht sogar einen herstellen. An der Werkbank. Das wäre natürlich eine ganz gute Sache. Falls ich eine Taschenlampe habe. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Kann ich jetzt gar nicht genau sagen, ob ich eine habe.
Wo hängen jetzt oben die ersten Leitern? Kann ich jetzt gerade leider nicht sehen. Ist, glaube ich, egal. Dann hängen wir hier Leitern an. Geht nicht. Ach, dieses Spiel, weißt du, das kannst du hier nicht. Soll eine Latte sein. Ich komme auch so hoch. Bevor sein, dann dürfte ich eigentlich keine jetzt hängen können. Die Fackel. Ja. Ich will mal eben kurz nach oben gucken, ob ich nicht eine Taschenlampe habe. Und dann will ich mich auch mal langsam aus der Folge verabschieden, zumal wir noch weiter zu Wrong World wollten. Das nicht vergessen. Da freue ich mich auch schon die ganze Woche drauf, auf das Update. Ups. Hallo? Was ist denn los? Schwächeanfall? Achso, ich habe Q gedrückt statt W. Da kann das ja nichts werden. Ah, hat sich hier eine Taschenlampe versteckt. Ich finde ja in meinem Rotz hier nichts wieder. In den Suchfunktionen in der Kiste, das wäre noch perfekt. Aber es sieht nicht so aus, als hätte ich eine Taschenlampe. Nein, es sieht nicht so aus. Hm. Ich habe viele andere Sachen. Aber keine Taschenlampe. Schade, aber wenn wir mal eine Taschenlampe haben. Mit Ressourcenstamm bin ich erstmal besser dran. Hm. Das glaube ich auch. Das könnte ich mir vorstellen, dass ich mit Ressourcenstein wirklich erstmal besser dran bin. Zumal, wenn ich wirklich auf Beton gehen sollte, macht es ja wahrscheinlich auch mehr Sinn, erstmal mit Ressourcenstein zu arbeiten, als mit anderen Sachen. Weil ich ja überwiegend Stein haben möchte. Ich brauche natürlich auch Metall, um mir Gegenstände und so herzustellen. Aber wahrscheinlich, da kriege ich ja beides raus. Unter Tage kriege ich auch beides raus, aber eigentlich willst du ja eine Eisenader suchen und dann kriegst du halt in dem Augenblick auch halt nur Eisen und nichts anderes halt. Gucken wir mal. Okay, so, ich verabschiede mich mal aus der Aufnahme. Ich würde sagen, sehen wir uns nächstes Mal wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.